Heute mal ein kleines Bastelvideo wie normal. Und zwar habe ich für mich auch mal so eine kleine Leuchte bekommen mit Bewegungsmelder. Die hatte der mir mal gebaut. Ist schon ein paar Jährchen her. Warte mal, hier drinnen sind da auch ein bisschen Staub und so. Ne? Die ist immer in Benutzung für unsere Zwischenraumtür, sag ich mal, das Licht. Ja, da gibt es ein kleines Problem. Und zwar, hier ist kein Entladeschutz verbaut. Das heißt, Speistegereiste reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. Die 18650er jetzt in dem Fall hier, Moment. So, ich habe die jetzt mal angeklemmt. Das Problem ist, dass da die Batterie auf 0,5 Volt runterzieht. Und das ist ja 18650 hier. Ja, schreibt so in die Kommentare, wann ist denn hier ungefähr Schluss? 2,5 maximal? Oder ich weiß jetzt gar nicht so genau. Auf jeden Fall ist es so, dass jetzt nach längerer Zeit Benutzung, hier steht hier mal die Milliohm drauf von damals, dass pro Durchgang, wo ich das mache, die sehr weit entlade, also viel zu weit entlade, ja, dass die Akkus hier nicht lange halten und ziemlich schnell einen Geist aufgeben. So, jetzt hatte ich damals, ja, der ein oder andere weiß das noch, hatte ich hier einen Sensor eingebaut, der dann mit der Helligkeit arbeiten soll, damit das weniger verbraucht. Ich klemme das jetzt alles mal an und dann gucken wir uns mal an, wie das alles so ist und wie man das ganz einfach beheben kann. So, und zwar gucken wir uns erstmal das Problem an. Ich habe es jetzt in Anführungszeichen nochmal normal angeklemmt. Ich habe jetzt hier schon was aufgetrennt, wo wir gleich was machen. Ich habe 2,3 Volt. Ich tue es jetzt mal so machen, dass ihr seht, dass die leuchtet. Und Eingang 3,1. Ja gut, das passt jetzt nicht ganz. Warum ist das so ein krasser Unterschied? Jetzt ist hier 3 Ehens und hier 3. Naja, gut, ach, ich glaube, hier ist der Akku alle. Na gut, ist egal, es ist so grob, haut das schon hin. So, wenn ich jetzt hier, das ist ein Bewegungsmelder, wenn ich jetzt hier unten rumfummel, geht die halt an. Verbraucht 230 mA jetzt. Und jetzt gehen wir mal mit der Eingangsspannung so weit runter, bis das Ding eben ausgeht. So, und weiter kann ich nicht. Wir sind bei 0,8 Volt. Und ihr seht, das Ding geht immer noch. Ne, also da ballert die halt wirklich hier auf 0,5 runter. Also das ist scheiße. Aber das Problem können wir ganz einfach lösen. Ich drehe jetzt mal wieder auf die, was weiß ich, hier 3 Volt oder irgendwas, ist wurscht. Und jetzt gehen wir mal anstelle direkt rein. Also mit dem Multimeter bleibe ich direkt dran. Und wir gehen jetzt mal hier über, in dem Fall jetzt 2 10er Dioden, wieder auf die Schaltung. Und da haben wir jetzt, nee, Quatsch. Ach Quatsch, ich bin verkehrt rum. Wir müssen es so rum machen. Also wir bauen jetzt halt die 10er Diode ein. Ich muss mir zum Beispiel mal hier ein Kabel nehmen. Und jetzt gehe ich über die 10er Diode vom Labornetzteil auf die Schaltung. So. Und jetzt ist folgendes. Wir haben 3,2 am Eingang und 0,9 auf der Schaltung, sage ich jetzt mal. Ne? Und wenn ich jetzt die Spannung weiter runter drehe, also ne, hier seht ihr es ungefähr bei 0,5, ne? Also ungefähr, ich kann jetzt hier rumfummeln, da geht er nicht mehr an. Und jetzt ist es eben ja besser, weil die Schaltung geht jetzt nicht gut, es schwankt jetzt so ein bisschen mein Labornetzteil, aber wenn ich euch jetzt die Spannung am Labornetzteil zeige, dann seht ihr, was jetzt so ist, dass, ja, ein Ladeschluss ist oder Ladeschlussspannung 2,2. Gut, da könnte ich vielleicht sogar noch eine normale Diode noch. Haut mal in die Kommentare, was Ladeschlussspannung, Endladeschlussspannung ist bei 18650 das Maximum. Wäre jetzt hier ungefähr bei 2,2. Wobei, es ist ja noch aus. Müsste ich jetzt mal ein bisschen hochdrehen, jetzt etwa 2,6, nee, guck mal, bei 2,6 geht es auch nicht an. Ah nee, jetzt habe ich wieder nicht richtig angeklemmt. Moment, machen wir es jetzt so und so, dass ich genau sehe, also 2,2 ist noch an, gehen weiter. Naja, also ungefähr bei 2 Volt. Ist auf jeden Fall besser als wie bei 0,5. Ich werde das mal noch ein bisschen testen. Ich überlege, ob ich vielleicht noch eine Diode reinmache. Wir haben dann 0,7, dann wären es 2,8.
Das ist dann auf jeden Fall safe, aber. Ja, ich glaube, ich mache noch eine normale Diode rein. Also mit so einer 10er Diode hier ganz einfach, kurz und knapp, könnt ihr das Problem in dem Fall jetzt hier lösen. Das könnt ihr natürlich überall anders auch anwenden. Ja, bei den Akkus ist klar, die werden jetzt kurz mit einem Labornetz gequält und dann kommen die ins Ladegerät. Und ja, ein paar Mal kann man das schon machen. Ich würde es mal sagen, so 3-4 Mal, dann sind die Dinger Schrott, ne? Gut, wisst ihr erstmal Bescheid? Ich tüdel den ganzen Mist wieder zusammen und ja. Ach so, interessant ist noch, das wollte ich euch noch zeigen, das interessiert mich ja bestimmt auch. Ich gehe jetzt mal auf die. Ist das jetzt an? Also ich glaube, es jetzt schon an. Wir haben 4 Volt hier, 4 Volt hier und guckt mal, was es verbraucht. Nicht. Wenn ich jetzt hier einen Bewegungsmelder, wieso geht er jetzt nicht? Jetzt. Dann 52. Also. Ich kann es auch noch mal ausgehen lassen. Ich warte mal noch kurz, dass wir mal noch sehen, was das zieht, wenn es abschaltet. Nicht, dass jetzt ein Wackelkontakt war oder irgendwas. Also ich habe es vor uns gesehen, da war es bei 0. Also Micha, top Schaltung auf jeden Fall. Dass die bei so wenig Spannung nichts verbraucht in Ruhe. Ah, es ist leider wieder direkt angegangen. Ja, warte mal, schnippel mal. Aus. Null. Ne, es funktioniert also, wenn ich jetzt hier minimal, glaube ich. Ja, es funktioniert auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Schaltung zieht so nichts. Ihr seht ja hier das rote Leuchte, die ist an. Ne, wenn ich jetzt hier. Jetzt. Ach so, der Bewegungsmelder ist hier unten, ich Trottel. Ich wedel hier rum, aber der Bewegungsmelder ist ja da unten. Na ja. Gut, funktioniert. Haut hin. Ich mache jetzt zur Sicherheit, mache ich noch eine Diode rein, dass wir noch 0,7 mehr Abfall haben und dann müsste es ja passen. Tschüss. So, wenn jetzt die Schaltung aus ist, zieht es 0. Wenn ich jetzt hier rumfummel, 200, ne, sagen wir 300 mA. Und hier habe ich nochmal die Eingangsspannung. Das ist bei 3,8 und jetzt tun wir mal das hier nochmal aktivieren, das anbleibt. Und jetzt drehe ich mal so lange runter, bis. Ah, jetzt muss gerade aus. Drehe ich mal so lange runter, bis es ausgeht. Ja, warte mal. So, wir wollen ja was sehen. Ich drehe jetzt mal so lange runter, bis es aus. Jetzt ist schon aus. Naja, ungefähr hier. Das wäre bei 2,7. Ne, müssen noch an. Aus Ziele nur 40 mA. Hm. Jetzt müssen wir noch weiter runter. Okay, jetzt ist definitiv aus. 2,6. Das haut doch hin. Also sag mal so 2,6, 2,7 irgendwas schaltet das Ding dann ab. Es zieht zwar immer noch ein bisschen was. Es zieht trotzdem noch. Aber wir sind ja dann immer noch bei 2,5 und dann merkt man ja, okay, die Lampe geht nicht mehr. Also die Chance, dass er jetzt tief entladen wird, ist ziemlich gering. Also ein bisschen verbraucht es auch, wenn es nicht leuchtet. Ne? Naja, gut, aber funktioniert alles.